freue ich mich, dass heute am 9. Mai bei uns auch Kämpfer der 1. Tadeusz Kościuszko-Division bei uns sind und der 2. Henryk Dąbrowski-Division, die zusammen mit der sowjetischen Armee am Sturm auf Berlin teilgenommen haben. Ich begrüße sehr herzlich Frau Oberleutnant Hania Szalewicz. Sie war von der 2. Division an der Befreiung des KZ Sachsenhausens beteiligt. Ich begrüße sehr herzlich neben ihr links Herr Eugeniusz Skrzypek. Er war in der 1. Tadeusz Kościuszko-Division im Sturmbataillon, hat die Marschbrücke eingenommen zwischen Einsteinufer, damals Charlottenburger Ufer, und Salzufer, und hat um die Technische Universität in Charlottenburg sehr hart gekämpft und dann weiter im Tiergarten. Neben ihm steht Herr Henryk Strzelecki, Partisan der Bauernbataillone und Vorsitzender der Vereinigung der polnischen Kombatanten. Vor ihm steht Frau Sofia Lipiec. Sie hat im 1. selbstständigen Frauenbataillon Emilia Platter uns vom Faschismus befreit. Sie kämpfte bei Lublin und war daran beteiligt, das KZ Majdanek zu befreien. Neben ihr steht Herr Henryk Kalinowski, Oberst des 6. Warschauer motorisierten Brückenlegebataillons. Als erste polnische Einheit war er in Berlin. Er hat die Brücken gebaut für die 2. Panzergardearmee der sowjetischen Streitkräfte, damit sie uns vom Faschismus befreien mit ihren Panzern. Neben Herrn Kalinowski steht Frau Adela Jaworowska, Kommandantin des Mörserbataillons im selbstständigen Frauenbataillon Emilia Plata der 1. polnischen Armee. Sie hat verzweifelt versucht, mit anderen Streitkräften beim Warschauer Aufstand eine Landung auf der linken Weichselufer zu organisieren. Neben ihr steht Frau Sofia Wolanin. Sie wurde nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen nach Sibirien verschleppt und ihr Vater, ihr Bruder kämpften dann in der polnischen Armee, die dort in Russland formiert wurde, um gegen den Faschismus zu kämpfen. Neben ihr steht Herr Józef Czerwiński, Oberst, zunächst Partisan, als Minderjähriger, 17-Jähriger, hat er in den Wäldern schon als Kind gekämpft. Er trat erstmal der Heimatarmee bei der 27. Volynien-Division, brach dann auf die sowjetische Seite mit mehreren hundert polnischen Armia Krajowa-Kämpfern und trat dort auf sowjetischer Seite der 1. polnischen Armee bei. Ihm ist es zu verdanken, dass die polnischen Truppen in der Tiergartenstraße durchgekommen sind. Neben ihm steht Herr Lech Tryuk. Auch er kämpfte in Charlottenburg und Tiergarten. Er hat am Karl-August-Platz mehrere Häuser befreit. Und zuletzt Herr Oberst Josef Koleśnicki vom 5. Schweren Artilleriebrigade innerhalb der 1. polnischen Armee. Mit seinen 152mm Haubitzen hat er die ersten Salven auf die Vororte Berlins gelassen und aktiv verhindert, dass die Armee General Steiners Hitler zu Hilfe eilen konnte vom Norden. Er hat diesen Durchbruch der Faschisten vom Norden her nicht erlaubt. Euch allen herzlichen Dank für die Befreiung vom Faschismus.